Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, tada! Ich möchte ein Review zu diesem Produkt machen. Arganöl Zauber. Ein Gesichtspeeling. Und ja, die Geschichte läuft so. Die liebe Melanie hat ein paar Produkte zugeschickt bekommen von dieser Firma. Sie durfte die testen. Sie war sehr begeistert und ich habe dann gemerkt, da wird eine Anzeige gepostet auf Instagram, wer möchte den Gesichtspeeling testen. Ich habe gesagt, ja, natürlich würde ich mich freuen. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Dieses Produkt 2 Wochen lang habe ich getestet. Und ja, wie das läuft, zeige ich euch dann gleich. So ihr Lieben, heute haben wir den 19. Juni, es ist Montag und ich fange wie gesagt mit dem Produkttest für Arganöl Zauber von der liebe André. Hi! Da sind hier meine Sachen. Wie gesagt, ich finde, es lässt sich nicht so einfach abspülen. Vielleicht habe ich zu viel genommen. Beim nächsten Mal werde ich ein bisschen weniger nehmen. Ich habe immer noch. Also. Okay, erster Eindruck, es blieb relativ lange auf die Haut, also ich habe es nicht so einfach abgespült, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich zu viel genommen habe. Ich werde mindestens 3-mal die Woche dieses Produkt testen, also mindestens, ich glaube es reicht 3-mal die Woche oder sogar 2-mal, schauen wir mal. Und was ich sehen kann, ich finde, meine Haut sieht sauber. Irgendwie sieht die sauber. Die war, also ich habe mein Gesicht gewaschen, wie immer. Aber ich finde, mein Gesicht sieht sauber. Trocken ist es nicht, aber nicht vergessen, ich habe normale Haut. Also ich habe keine trockene Haut. Und ja, nee, also ich habe kein spannendes Gefühl, also ich finde nicht, dass mein Gesicht so spannt und es hat auch nicht wehgetan, weil dieser Pickel zum Beispiel hier, ich weiß, es ist eklig, aber das ist eigentlich die Idee, wenn man ein Produkt testet, ne? Ihr seht, was da passiert, es tut nicht weh, also es hat nicht mein Pickel gereizt, also ich kann mir gut vorstellen, die Leute, die richtig Pickeln haben und so und die ein feines Peeling brauchen, das nicht reizend ist, das ihre Haut nicht kaputt macht, also na, du hast einen Pickel und dann kommst du mit einem Peeling und dann willst du auf dem Fenster springen, weil das weh tut, also das hat nicht weh getan. Und hat sich nicht momentan nicht verändert. Wir werden dann mal sehen. Ja, also erster Eindruck. Gut. Entschuldigung. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag mit dem zweiten Peel-Gesicht. Ja, ich finde es gut. Und der Duft, also wegen dem Duft, ich habe am Anfang gesagt,
Das ist First Impressions, also erster Eindruck und Test. Ich habe gesagt am Anfang, dass es sehr stark ist. In der Tube ist es sehr stark, aber auf dem Gesicht finde ich das nicht mehr. No? Also das war eine Korrektur. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Test. Hey, es ist Mittwoch und wir müssen unser Gesicht peelen. Also, es geht, es geht los. Samstag. So, ihr Lieben, es ist Tag 4, ja, es ist Montag wieder und ja, es ist die letzte Woche, wo wir, ich und ihr mit mir zusammen, diesen Gesichtspeeling von Arganöl Zauber testen. Fazit, also halbwegs Fazit, ich habe gemerkt, dass man die, also dass die Pickel ein bisschen schneller reif sind, also na, man kriegt einen Pickel und bis der wieder weggeht, dauert noch ein bisschen. Nee, damit, also ich habe heute Pickel bekommen, morgen ist es schon weg. Ja, weil ich nicht brav bin und muss da immer rumfummeln, bleibe ich mit solchen Dingen. Aber ja, dieser Prozess wird ein bisschen schneller. Sonst Gesicht mega sauber, fühlt sich mega fein aus und ja, das war nur so mein Fazit bis jetzt. Mach mir warmes Wasser an. Und ja, es geht los. So, Montag, wieder. Warmes Wasser. Nehmen wir unser Peeling raus. Ja, ich habe viele Pickel, aber nur auf dieser Seite. Und ich kann mir gut vorstellen, die kommen, weil, ja, it's that time of the month. Also, wenn wir Frauen zickig sind und genervt und relativ aggressiv mit alles. Und ja, deswegen, ich werde immer wieder weniger Produkt nehmen. So wenig nehme ich diesmal, weil es lässt sich nicht so schön abwaschen. Also nicht so einfach. Ich werde auch hier ein bisschen mehr reiben. Also ich werde es noch noch einen Tag testen. Und damit haben wir 5 Anwendungen. Dann kann ich euch mein Fazit geben. So, los geht's.
Und meine Haut fühlt sich sehr gut an, muss ehrlich sagen. Und ein bisschen trocken und spannend, aber sehr, 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 sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Und das nervt mich total. So, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt bekommt ihr mein Fazit über Arganöl-Zauber. Der Inhaber, der André Kruse, ich schaue hier hinten steht sein Name. Ich habe ihn gefragt, also als wir besprochen haben, dass ich dieses Produkt zum Testen kriege, ich habe ihn gefragt, was steckt da hinten? Was ist die Geschichte zu dieser Marke? Und er hat mir erzählt, dass er starke Probleme gehabt hat mit seiner Haut, als er damals jünger war. Und hat sich hat ein bisschen über Arganöl gelesen und hat sich informiert. Dann hat er angefangen, solche Produkte zu verwenden. Und irgendwann ist er zu der Idee gekommen, ja, warum nicht eine Linie, eine Kosmetiklinie, eine Pflegeserie für die Haut, und die haben auch Produkte für die Haare. So eine Linie, eine Marke, die grundsätzlich und hauptsächlich Arganöl verwendet. Das finde ich super, weil Arganöl ist relativ teuer, nicht so einfach überall zu bekommen, und man weiß nicht, ja, was bestelle ich da. Man steht Arganöl und man kriegt was weiß ich was. Also von Internet kann man das nicht überall vertrauen, nur von richtigen Firmen. Und ja, ja, und dann habe ich dieses Produkt zugeschickt bekommen. Es ist kein Sponsored Video, also ich habe nur dieses Produkt zugeschickt. Ich habe gesagt, ich werde meine ehrliche Meinung geben, egal ob das schlimm oder gut. Und der André war damit einverstanden und dann, das finde ich top, weil es gibt, ich sehe natürlich bei den größeren YouTuber, die sagen, die mögen ein Produkt, der ist super toll, und das ist am Ende kacke. Also ich habe es auch bei uns in Deutschland gesehen, bei den größeren YouTuber, und deswegen schaue ich mir keine riesigen YouTuber mehr, weil da ist viel... viel Geld, da steckt da viel Geld da hinten, und da werden nur Produkte empfohlen, weil die Geld dafür kriegen, ne? Dass die diese Produkte empfehlen, und deswegen, ne. Also, 2 Wochen lang habe ich dieses Produkt getestet, das habt ihr schon gesehen, und Nummer 1, vegan und umweltschonend, also tierversuchsfrei. Das finde ich super. Duft, top. Vanille, Pudding. Oh, lecker. Peelingkörner, sehr fein. Also fein bis sehr fein. Für empfindliche Haut oder sogar für trockene Haut, sehr gut. Es trocknet nicht aus. Meine Haut hat er nicht getrocknet. Ich habe normale Haut, muss ich dazu sagen. Meine Pickel sind schneller weg, schneller reif und schneller weggegangen. Die Pickelnarben, weil ich drücke mir die Pickel aus, und ich muss das sagen, und es ist halt so, und viele viele von uns machen das einfach. Staub. Viele machen das, und es ist halt so. Diese Narben, die sind schneller weggegangen. Ich habe am Anfang hier, also vor 2 Wochen, habe ich so Narben hier gehabt, frische Pickel und Narben, und die sind weg. Na, hier habe ich ein Muttermal. Und ja, meine Pickel, aber meine Haut sieht gut aus. Also ich bin mit meiner Haut sehr zufrieden. Ein bisschen austrocknet, aber sehr, 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 sehr wenig. Minimal, auch wenn man sich, duscht und mit einem normalen Waschgel sein Gesicht wäscht.
man fühlt sich ein bisschen, na, die Haut spannt ein bisschen. Aber das war überhaupt kein Problem, das war überhaupt nicht unangenehm. Ich habe sehr, sehr schlimm erlebt. Also sehr austrocknende Produkte. Nee, das ist kein Produkt, der mega austrocknet. Deswegen würde ich sagen, der könnte auch für trockene Haut sehr gut sein. Arganöl, ihr wisst, das ist ein mega cooles Heilmittel. Und die Pillenkörner in diesen Peelings sind von Argannüsse, also zerkleinerte, gemahlene Argannüsse. Ich habe schon gesagt in meinem Video, ich würde noch eine Variante, also als Tipp, na, zu André geben. Ich glaube, es würde cool, gut sein, auch ein groberes Peeling, wenn man das machen kann. Und auch eine andere Duftrichtung, weil nicht alle mögen Vanille. Ja, Frauen grundsätzlich mögen Vanille, aber es gibt auch Männer, die solche Produkte brauchen, die Probleme mit der Haut haben. Und Männer mögen solche, zum Beispiel meiner mag sowas nicht. Also entweder duftneutral oder so nach frischer Wäsche, Meer, was weiß ich. Also es muss auch eine Variante für Männer sozusagen zu geben oder für Leute, die einfach keine süße Düfte mögen. Man braucht nicht viel. Ich habe es am Anfang, ich habe zu viel genommen und dann immer wieder weniger, weil ja, ich bin mit anderen Produkten gewöhnt und es war Katastrophe. Also ich könnte es sehr, sehr schlecht abspülen. Deswegen braucht man nicht viel. Auch wenn dieses Produkt ein bisschen teuer ist, also ein bisschen teuer. Es gibt viele andere Produkte, die teurer sind und bringen nicht so viel. Ich habe schon ein paar getestet, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung habe ich. Proben habe ich da gehabt und was wollte ich sagen? So, man braucht nicht viel. Also man kauft sich von der Drogerie vielleicht ein Peeling für 5 € und davon braucht man viel mehr. Von diesem Produkt braucht man nur so ein Klecks, so eine Nüssegröße, so eine Größe. Das reicht vollkommen. Überhaupt nicht viel braucht man. Und davon kommt man bestimmt, also ich glaube, so dieses Produkt reicht mir bestimmt 3 Monate. Ich habe so viel gebraucht, aber wie gesagt, am Anfang habe ich viel genommen und ich habe mir mein Gesicht 3-mal die Woche gepeelt. Warum so viel? Weil ich wollte tatsächlich sehen, was mit meiner Haut passiert, ob sie juckt, ob sie kaputt ist. Kriege ich Unterlagerungen, kriege ich, na, ob das zu viel ist für meine Haut und nein, das ist nicht passiert. Deswegen kann ich euch dieses Produkt empfehlen. Ich werde einen Link in die Infobox posten, wo ihr dieses Produkt bekommt. Und ja, ich glaube, das war's. Brauche ich noch was dazu sagen? Nee, die Inhaltsstoffe sind gut. Der Duft ist gut, Verpackung, es ist immer versiegelt. Ich habe es schon gezeigt. Da kommt immer, das ist so eine Versiegelung. Ihr seht hier, wie das ausschaut. Es ist eine durchsichtige Konsistenz mit diesem Arganöl gemahlene Kerne. Das riecht genial. Ich werde es auf jeden Fall weiter benutzen. Ihr werdet das Produkt irgendwann in einem Aufgebraucht-Video sehen. Und ja, jetzt bin ich neugierig. Die Haarprodukte. Da lohnt sich ein bisschen zu stöbern. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr wollt, dass ich noch solche Produkte für eine längere Zeit teste, dann sagt mir bitte in die Infobox. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Und wie gesagt, schaut auch bei der lieben Melanie vorbei. Sie hat auch dieses Peeling bekommen und sie hat auch die anderen Produkte getestet. Ich verlinke euch ihr Review zu die Gesichtscreme und ja,
dann viel Spaß und Dankeschön nochmal, André, dass ich dieses Produkt testen durfte. Es ist top. Es ist top. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.